Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Etta Wimpersinger. Ich bin Heilpraktikerin und Dozentin an der Paracelsus-Schule. Ich möchte Ihnen nachfolgend mein Seminar Antlitzdiagnostik mit Schüsslersalzen näher bringen. Ein großer Anteil unserer Patienten leidet unter einem Mineralstoffmangel. Die Mineralstofftherapie nach Schüssler zielt darauf hin, das Gleichgewicht der anorganischen Stoffe im Blut, in den Zellen und im Gewebe wiederherzustellen. Mit der Antlitzdiagnostik kann dieser Mineralstoffmangel wunderbar bestimmt werden. Unser Gesicht ist ausdrucksstark, ein Spiegelbild unserer Gedanken und Gefühle. Doch es verrät auch, welche Krankheiten sich in uns verbergen. Augen, Nase, Mund und Ohren geben zum Beispiel Auskunft über organische Schwächen. Falten, Schattierungen und strukturelle Beschaffenheit der Haut zeigen uns, wo im Körper ein Defizit besteht und wir Unterstützung benötigen. Im Seminar stelle ich Ihnen die ersten 12 Salze mit der Antlitzdiagnostik vor. Zusätzlich besprechen wir die biochemischen Ergänzungsmittel 13 bis 27. Außerdem werden die Salben besprochen und die kurmäßigen Anwendungsmöglichkeiten der Mineralsalze. Dieses Seminar richtet sich an Menschen mit Heilberufen und an diejenigen, die an ihrem Körper interessiert sind und wissen wollen, was die Mineralsalze im Körper bewirken. Ich bin Heilpraktikerin und seit 2012 in meiner eigenen Praxis tätig. Meine Schwerpunkte sind Kinesiologie, Dornbreuß-Therapie, Ohr- und Schädelakupunktur und natürlich die Schüsslersalze. Ich freue mich darauf, Ihnen mein Fachwissen weiterzugeben und hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Seminare. Ihre Etta Wimpersinger.